Die Überraschung ist perfekt. Matthias Ginter kehrt nach mehreren Jahren zu seinem alten Club zurück, nämlich zum SC Freiburg, und wird den zu Borussia Dortmund abgehenden Nico Schlotterbeck ersetzen. Eigentlich wurde der jetzt noch Gladbacher mit Vereinen wie Bayern München, Borussia Dortmund oder auch Inter Mailand in Verbindung gesetzt. Dass es jetzt aber dann doch sein alter Verein SC Freiburg wird, hätten sich sicherlich die wenigsten erwartet. Wie genau es zu diesem Deal kam und warum es dann doch nicht so überraschend ist, wie man dachte, besprechen wir alles in diesem Video. Und falls euch diese Videos gefallen, gerne eine Bewertung lassen, auch gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und schreibt mal gleich eure Meinung zu diesem interessanten Deal in die Kommentare rein. Es ist ja fast schon ein wenig romantisch, wie dieser Deal abgelaufen ist und dass Matthias Ginter sich dann schlussendlich für seinen alten Club im Breisgau entschieden hat, anstatt für Vereine wie Inter Mailand, FC Bayern oder auch Borussia Dortmund. Kann natürlich auch daran liegen, dass diese genannten Vereine einfach auch andere Prioritäten gehabt haben, wie zum Beispiel Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck. Über die Vertragsinhalte wissen wir eigentlich relativ wenig, denn es wurde Stillschweigen vereinbart zwischen den beiden Vereinen, oder zumindest von Freiburg Seite. Man kann aber davon ausgehen, dass Ginter einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat, so Richtung 2025, gehe ich mal davon aus, und er wird wahrscheinlich auch zum Bestverdiener aufsteigen bei Freiburg, dies ist natürlich jetzt auch leisten können aufgrund des Abgangs von Nico Schlotterbeck und natürlich aufgrund der Möglichkeit, dass sie auch im nächsten Jahr in der Champions League spielen können. Also der SC Freiburg steht finanziell auf jeden Fall gut da und könnte sich Matthias Ginter auf jeden Fall auch leisten. Außerdem kommt noch dazu, dass er ablösefrei aus Gladbach kommt, denn er hat sich ja dazu entschieden, seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht zu verlängern. Das heißt, er wäre ablösefrei jetzt im Sommer zu haben gewesen, gleich wie ein Zakaria noch schon jetzt im Winter gewechselt ist Richtung Juventus, hat sich Ginter hier dafür entschieden, im Sommer dann den Verein zu verlassen, und er hat ja auch mit einem Marktwert von 24 Millionen Euro einen stattlichen Marktwert und gehört deswegen auch zu den interessantesten deutschen Innenverteidigern. Kurz zu Matthias Ginter selber: Er ist 28 Jahre alt, kommt aus Freiburg im Breisgau, ist dort geboren, also wirklich ein Freiburg im Herzen auch. Er ist 1,91 groß, Innenverteidiger, und kommt natürlich aus Deutschland. Hat in der aktuellen Saison 27 Spiele für Gladbach absolviert, ein Tor geschossen und ist natürlich ein Innenverteidiger. Jedoch, wie wir alle wissen, war das in dieser Saison nicht unbedingt die beste Saison von einem Matthias Ginter und natürlich auch von Borussia Mönchengladbach. Man darf jetzt die schlechte Saison von Gladbach nicht unbedingt an Ginter festhalten. Er war nur ein kleiner Teil dieses Problems, aber hat auch nicht unbedingt die beste Saison gespielt. Grundsätzlich ist Ginter aber einer der besten deutschen Verteidiger an seinem Tag und kann vor allem mit seiner Erfahrung, die er auch bei Borussia Dortmund schon gesammelt hat, jeder Mannschaft der deutschen Bundesliga helfen. Zu seinen bisherigen Teams gehören, wie ich schon erwähnt habe, der SC Freiburg, logischerweise in der Jugend, der er gespielt hat, kam dann 14-15 zu Borussia Dortmund für eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro, wechselt er dann von Dortmund zu Gladbach, wo er dann wirklich gut wurde, also wirklich viel Spielzeit bekam. Bei, ich glaube, Dortmund wurde er nie richtig happy und bekam nie wirklich einen Stammplatz. Und jetzt wechselt er zurück zum SC Freiburg und kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück. Bei Freiburg wird der deutsche Nationalspieler wahrscheinlich in der 4-4-2-Formation neben Philipp Lienhardt in der Innenverteidigung Platz nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass Lienhardt nach links rücken wird auf die Schlotterbeck-Position und Ginter die rechte Innenverteidigerposition besetzen wird. Die können auch natürlich miteinander wechseln, je nachdem, wer es da wohler fühlt. Auf jeden Fall sehe ich das neue Innenverteidiger-Duo mit Günther und dann Sique auf der rechten Seite noch und Flecken im Tor, und den Rest kennt man eigentlich schon von der klassischen Freiburg-Formation mit Grifo, mit Eggestein, mit Höfler, mit Salah, Demirovic und je nachdem, wer noch im zentralen Mittelfeld aufgestellt werden soll von Christian Streich. Wie denkt ihr, wird Ginter in dieses neue System von Freiburg reinpassen? Glaubt ihr, seine Spielweise passt zu Freiburg? Gerne mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also ich finde diesen Deal klasse und ich denke, für SC Freiburg, wenn sie nächstes Jahr internationale Ambitionen haben, der perfekte Deal, ist natürlich auch ablösefrei, also da kann man nicht viel meckern. Was ist eure Meinung zu diesem, ja, etwas überraschenden Transfer, würde ich schon fast sagen? Gerne dazu mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ich diskutiere wie immer gerne mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, zu Matthias Ginter, zu FC Freiburg, gerne eine Bewertung da lassen, gerne den Kanal auch abonnieren, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao!